Guten Morgen, Internet! Heute wird an diesem Ding hier gedreht und fleißig getwistert. Mit einem Twist. Witz! Los geht's nach dem Intro. Wir spielen heute nämlich nicht wie die Apes. Twister, Strip, Twister. Wer macht denn sowas? Wir machen genau das Gegenteil, nämlich Anzi-Twister. Das ist viel spannender. Echt? Wir brauchen dann neue Fragen. Ich hatte mir die alten angeguckt. Ich dachte, sie muss dann strippen. Das glaube ich jetzt dann doof. Ah, anziehen. Okay. Gut, ja, mach, klar. Und das funktioniert wie folgendermaßen. Wie folgendermaßen. Das Ganze ist nämlich ein Vorschlag aus der Community gewesen, also von euch da draußen, von genau dir und dir und dir. Kennst du das, wenn das Leute machen? Oh. Und dir, die oh, da, die da. Okay. Das haben die Fanta 4 schon vor ein paar Jahren gemacht. Die da. Das kennen wahrscheinlich die Hälfte da draußen. War das die Fanta 4? Weiß ich nicht. Ich verwechsel okay, alles klar. Ja, nicht für das Brot, auf ja. jeden Fall twistert man wie gewohnt. Dann muss man aber immer eine Frage beantworten. Von unserer Quizmeisterin, von unserem Quizmaster, die gleich erst dazukommt und genau, jetzt noch nicht natürlich gefilmt wird. Wir sind Profis. Hallo, uns, wir sind wichtig. Okay, und dann müssen wir die Frage beantworten. Und zwar geht es spezifisch um lateinische Begriffe für Körperteile, die wir erraten müssen. Hattest du Latein in der Schule? Hier, nee. Ich auch nicht. Gut, das war ein Lateinisch für, ja. Nee, hatte ich nicht tatsächlich. Ich auch nicht. Dann wird das lustig. Und wenn wir die Frage richtig beantworten, fahren wir einfach fort mit gewohntem Twister. Wenn wir die Frage falsch beantworten, müssen wir uns ein Kostüm der Wahl des anderen überziehen und damit dann twistern. Genau. Und dann würde ich sagen... Solange bis jemand verliert, ganz klar. Let's have fun. Let's twist again. So, wir haben umgebaut, wir haben aufgebaut, wir haben abgebaut, persönlich, aber nicht im Spiel. Hier liegt alles eigentlich schon bereit. Twister ist da und Catman. Catman. Hailey Barrier bin ich. Du kannst deine Cat-Fähigkeit noch gleich auf dem Twister-Brett beweisen. Twister-Brett. Okay, ja, ich bin leider nicht so dem. Genau, du hast die Fragen hier parat. Katja ist unsere Quizmeisterin, die Twister stellt gleich. Wer fängt an? Mach mal Schnick, Schnack, Schnuck. Great! Okay, gut, dann... Danke. Ja, geil. Ne? Gut. Okay. Twisted. Oh Gott, das dauert ja 10 Jahre. Okay. Rechte Hand auf Rot, okay. Frage bitte. Katja? Ach, ja. Sehr gerne. Die Frage lautet, wo oder was ist der Appendix? Appendix. Oh, das kenne ich aus so vielen Serien, ne? Das, also, ich sag, das ist... das Steißbein. Appendix, irgendwas am Knie oder so, glaube ich. Ich weiß, oder Schenkel, Oberschenkel. Ich sag, nee, leider nicht. Ist der Blinddarm. Oh. Du musst dir was aussuchen. Nee, Freddy, du darfst was aussuchen, was Freddy anzieht. Das war ja meine Frage. Ah. Du musst eigentlich gar nicht mitraten. Ach so, ich wollte trotzdem mitraten. dann mal easy, Bademantel. Das will ich noch nicht so deklassieren. Aber wir müssen jetzt trotzdem rechte Hand auf Rot beide, ne? Ja. Nee, geil. Ich nur. Nee, nur Kelly. Nur Kelly immer? Mhm. Okay, man dreht nur für sich selber. Ach, ich dachte immer, alle müssen das dann machen. Nee, nur einer. Okay. Okay. Cool, wenigstens sieht man meinen Arsch jetzt nicht mehr. So, rechte Hand auf Rot. Mach ich direkt mal. So hier. Direkt übel kompliziert. Hä, nein, dann habe ich mir mal Platz Zeit. Für meine anderen Blut Gliedmaßen. In den Kopf. Dann habe ich Zeit für meine anderen Gliedmaßen. So. Zeit. Rechte Hand auf Wolke, hey. Das war in die Luft, oder? Eigentlich, oder? Mhm. Ja, geil. Geile Zeit für mich. Was ist denn deine Frage? Dann ziehe ich mir vielleicht trotzdem was an. Ja, was ist denn wo oder was ist der oder die oder das Clavicula? Clavicula. Ist höchstwahrscheinlich das hier, oder? Der Dingsknochen? Schlüsselbein? Schlüsselbein oder so? Mhm. Ja? Richtig. Ziehe ich mir auch nichts an. Gut. Was? Geilste Zeit für mich. Ja, auf jeden Fall. Mich Twister, mein Game. Ernsthaft? Rechte Hand in die Luft. Hä? Vielleicht nicht anders. So, wie hallo. Hast du das bitte geschafft? Ja, weil ich ein geiler Typ bin. Dieser Bademantel, was habt ihr damit gemacht? Der stinkt. Ist jetzt aus der Requisite. Ich aus dem Keller. Bei Ryan Gosling. Da unten im Keller war der. Gosling. Hat er den Ryan Gosling an? Ich meine, geil. Okay, linker Fuß auf Gelb soll ich machen. Ja. Okay. Das ist meine Frage. Die Frage ist, wo oder was ist der Gluteus Maximus? Oh, das ist der Arschmuskel. Check. Yes! Nice, okay.
Das weiß ich doch. Schieb's mir rüber kurz. Na, ich chill hier. What's happening, dudes? Ganz normale Pose. Rechte Hand auf gelb. Okay, knappes Ding, aber ich hätte fast wieder, ja, ne? fast wieder die Luft gehabt, ja? Okay, was oder wo ist der oder die Columella? Manche sind einfach, manche sind schwer. Aber generell sind alle Begriffe ziemlich scheiße, Freunde. ich würde sagen, das ist... was soll ich anziehen? Sag doch. Warte doch. Das ist irgendwas beim Schlucken. Adamsapfel, keine Ahnung. Columella ist der Nasensteg. Nasensteg, genau. Das Wort kenne ich nicht mal normal. Also, ich weiß nicht mal, dass es einen Nasensteg gibt. Was möchtest du? Das Tutu. Das passt zu Twister irgendwie. Ich habe dich verschont. Das wird mir niemals passen. Den Fehler wirst du nicht nochmal machen. Ich mach wieder ein Bein. Hallo, willkommen bei meinem Einbein-Tütü. Geil. Ich fühle mich dann immer wie so ein fetter hawaiianischer... Ja, genau, so hawaiianischer Tänzer. Ha, ja, ja, ja. Himmel. So, ich bind mir das jetzt. Als Claudia 3 war und zur Schule ging, ja, Mama. In ihrem ersten Ballettstück tanzte sie... Achso, schieb mir mal das Twist-Ding drüber. Was war denn das jetzt? Rechte Hand. Rechte Hand auf gelb. Rechte Hand auf gelb. So. Das kann ich nicht mal, danke. 10 Jahre später. Rechte Hi. Hand auf gelb. Hi. Okay. Okay, Kelly. Wo oder was ist der Tragus? Darfst du runter mit der Hand? Ich muss auf gelb. Ja, wegen... Ach so, okay. Rechte Hand. Dragus. Würde ich sagen, das ist... Dragus ist Augenbrauenknochen. Schade. Das ist hier... krass. Okay. Hm? Den Fußballhut. Das passt zum Bademantel. Sieht aus wie ein Kader-Fan. Toll. Ich dreh schon mal, ne? Ja. So. Ach, die rechte Hand auf rot, das mache ich doch gerne. So, ja. Was hast du denn? Was habe ich? Was ist denn? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich sehe die Katja nicht mehr. Hallo? Foveola coxigea. Cox. Manche Begriffe sind einfach, manche Begriffe sind schwer, aber generell könnt ihr auf jeden Fall was erraten. Was nochmal bitte? Nochmal ganz kurz. Foveola coxigea. Ja, gut, dann gib mir irgendwas zum Anziehen. Ey, sonst dauert das Jahre noch, wenn ich jetzt hier rumrate. Diesen Fleischerumhang. Schmeiß rüber. Krieg ich hin. Mit der Angel reingeben. Das finde ich eine schöne Kombi, so das zu tun. Geil, finde ich auch süß. So, kriegen wir hin. Warte, ich zieh mir das mal schnell an. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Krieg ich hin, mach ich. Das sind übrigens die Steißbeingrübchen, die man hier klar, so über dem Grübchen, Nasen. Ja, das ist natürlich am unteren Rücken. Ich hab da keine Grübchen. Komm, leg los. Wir werden eh nicht damit fertig. Wir haben vorher keine Anziehsachen mehr. Das ist eher das größte Problem. Ja. Wie ihr auch gedacht habt, ja, die kennen da viele Sachen von, natürlich. Oh, was ist denn das Tee? Weiß ich auch nicht, was Tee? Ich mach einfach weiter. Ja, gut. So spiele ich das zu Hause auch. Hier ist nochmal. Wie top mal. Boah, das wäre krass. Nochmal einen Tee. Linker Fuß auf blau. Geil. Okay. Ich fühle mich immer noch wie ein Anime-Charakter. Okay, Frage. Pelvis. Pelvis? Pelvis mit P. Pelvis. Bisschen wie Elvis. Pelvis ist der Ellbogen. Nö. Was ist das? Das ist das Becken. Oh, Pelvis ist das Becken. Ja, okay, hat er mal Elvis the Pelvis gesagt. Was der immer so... Den BH. Okay. Das Becken schwingt. Nix, was ich nicht schon anhatte, Girls and Boys. Kannst du auch einfach irgendwie anziehen. Ja, muss jetzt nicht drüber ziehen. Warum? Ist deklassierend. Zu deinem Fußballhut. Oh, ach so. Ich krieg den aber nicht anders zu. Ja, ist nicht so schlimm. Kannst du auch so rum anziehen, ist toll. So gefällt ist mir geil. Das. So finde ich das richtig geil. Doppeltitte. Ich habe schon gedreht und mein rechter Fuß ist auf blau. Du siehst hier, ich habe eine sehr entspannte Grundhaltung eingenommen, aber anscheinend spiele ich das Spiel sehr richtig. Okay. Soll ich jetzt sagen, oder was? Ah, nee.
Nee, jetzt ist Freddy dran. Freddy, ja. Sollen wir mal bitte sagen? Ja, ich habe schon total. Du schmeißt mir schon mal was rüber. Humerus. Humerus, so wie Humerus. Humus, nur mit R. Das ist ein toller Tipp. Toll. Hummer. Hummer, das der Hummer am Körper. Ja, gib mir das ruhig schon mal rüber, Kelly will das bestimmt. Wir haben ja keine Sachen mehr sonst eigentlich. Ja, komm. Und. Ach so. So, perfekt. Ja, ich trotzdem wild guess, Zunge. Zunge? Nee, das ist der Oberarmknochen. Ja, der Oberarmknochen. Ey, ich habe noch nie Nasenrücken gehört in meinem Leben. Ich habe nicht mal die Nicht-Fachbegriffe, die nicht-lateinischen Begriffe gehört für Sachen, die ich erraten musste. Ja. Okay, Kelly. Frage? Apex. Apex. Vielleicht ist das was A geformtes. Das ist jetzt mittendrin. Ja, ist gar nicht mal so falsch, die Denkrichtung. Was ist denn oben an dem A? Also jetzt rein formmäßig. Eine Spitze? Ja. Das lasse ich einfach mal gelten. Ja, Spitze. Spitze. Cool. Apex ist nämlich die Spitze von etwas. Es gibt Apex. Oha! Ja. Siehst du, da war es gar nicht so. Von der Zunge, vom Herzen. Das sind so verschiedene Apexe gibt es. Danke, Katja. Linker Fuß gelb. Oh, das wird ja natürlich sehr schwer. Mann, Freddy. Guck, ich komme jetzt schon nicht mehr hin. Ich muss leider aufgeben. Ich habe leider verloren. Es tut mir sehr leid. Ich komme da nicht rum. Du musst so umfallen. Ach so. Woo! Ja, aber das kriege ich echt nicht hin. Guck, dann muss ich so machen und so und dann so. Okay. Und das kriege ich nicht hin. Gut, ich habe gewonnen. Yes! Wir haben eh keine Anziehsachen mehr. Wieder einmal gewonnen. Völlig zu Recht, Leute. Wir hätten das echt wirklich mit vielleicht Sachen machen müssen. Ich bin so schwindelig. Weil wir einfach keine Anziehsachen mehr haben. Wir haben noch eine Spider-Man-Hose. Aber ihr könnt ja mal bewerten, wer das geilere Outfit anhat. Freddy oder ich? Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Ich mach die Hintergrundmusik. That something wasn't right here. Okay, schön. Und dann sehen wir uns gleich in der Endcard wieder. Herzlich willkommen in der Endcard. Schaut hier noch ein Video von unserem Kindergeburtstag, den wir mal gemacht haben. Passt vielleicht ganz gut in die Twisterei. Ein neues Funk-Video, was auch immer beigefügt ist. Solltet ihr auch mal vorbeischauen. Abonniert den Kanal, liked jeden Shit, den ihr seht hier. Und dann guckt ihr mehr Videos noch. Und Glocke an. Alles. Das ist der Like-Turm. Wie toll.